Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr den Apple-Stift mit dem iPad verbinden und einrichten könnt. Ja, wenn man den Stift jetzt einfach so nimmt, funktioniert er nicht. Deshalb muss er mit dem iPad gekoppelt werden. Dazu hier diese Kappe abziehen, vorsichtig, nicht verlieren, die ist recht klein. Und hier unter dem Home-Button habt ihr jetzt das Verbindungsstück. Da geht ihr einmal herein, steckt euren Stift in diese Buchse hinein. Vorsichtig, brecht das nicht ab. So, wenn das drin ist, dann bekommt ihr hier schon automatisch die Anfrage, ob das über Bluetooth gekoppelt werden soll. Dann sagt ihr einfach koppeln. Hier geht ihr nun auf Fortfahren und ja, jetzt könnt ihr den Stift hier entsprechend auch schon mal ausprobieren. Ihr zieht ihn aus der Buchse raus und könnt jetzt hier schreiben. Ja, fertig, funktioniert. Und dann könnt ihr jetzt hier auch den ganz normal eben ja, verwenden und eure Anwendung dann eben starten und bearbeiten. Wenn ihr den Stift laden wollt, dann führt ihr den Stift hier wieder in den Slot unter dem Home-Button ein und lasst den da drin. Wenn der komplett leer ist, dann braucht er ein paar Stunden. Wenn er nicht komplett leer ist, dann kann man ihn zwischendurch auch mal für kürzere Zeit laden und dann ist er immer aufgeladen. Das macht man am besten regelmäßig und dann hat man immer volle Kapazität. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.